Hallo zusammen, da wären wir wieder. Ich bin Michael und das ist die neue Folge von meinem Conan Gameplay. Beim letzten Mal hatten wir ja Probleme, oder hatte ich ja Probleme mit dem Building Shortcut Mod. Hat nicht funktioniert. Jetzt sehen wir unten in der Leiste bei dieser Schnellzugriffsleiste Nummern und können über mit der Maus, wenn wir im Inventar sind, zwischen den verschiedenen Shortcut-Leisten hin und her schalten. Das Ganze geht auch über Tastenkombinationen. Die kann man einstellen, allerdings nicht über ein Menü, oder schon das Menü ist nicht einfach erreichbar, wie wir es von mit Shift-N zum Beispiel, wenn wir hier in dieses Control-Panel reingingen. In der früheren Version war es hier drinne. Irgendwann gab es da mal Probleme und der Mod-Autor hat sich entschieden, das hier nicht mehr einzuklinken. Man muss jetzt in diese Kommandozeile gehen. Das ist bei mir die Einfügetaste. Dann taucht unten diese Leiste auf und Data CMD immer davor. Das ist im Prinzip das Kommando, oder die Information für den Interpreter, dass hier jetzt ein Ausführungskommando kommt. Und dann Building Wow. Jawohl. Und ihr seht, ich habe hier, wenn ich in die nächste Leiste gehen möchte, F1 und dann dieses Escape-Zeichen, um die nächste ist das Escape-Zeichen, die vorherige ist die F1-Taste. Wenn ihr das Mod original installiert, ist es F9 und F10. Ist auch ein bisschen umständlich, weil man dann die Hand von den WASD-Tasten wegnehmen muss, und so komme ich mit dem kleinen Finger. Komme ich relativ gut an diese Escape-Sequenz ran und F1 geht so einigermaßen. Es war kein Fehler vom Mod, dass es nicht funktioniert hat. Bei mir hat es irgendwie den Dedicated Server zerstrobelt. Ich musste also wirklich die Game-Datenbank, also diese Game-DB-Datei, wegkopieren, wegsichern, dann das gesamte Verzeichnis löschen und neu installieren. Das geht recht schnell. Also, ich habe eine 100-Mbit-Leitung. Mit Download und Installationsprozess waren das 20 Minuten. Dann lief der Server wieder. Kurzer Check mit dem neuen Game, mal kurz geguckt, ob alles funktioniert. Habe in das Game dann auch dieses Mod installiert, hat funktioniert. Dann runtergefahren, die GameDB-Datei gelöscht, von diesem neuen Spiel die original gesicherte wieder reinkopiert, Server gestartet. Und ihr seht, es funktioniert jetzt. Ich habe noch zwei weitere Mods dazu genommen. Das ist einmal Arena Pier, das zeige ich gleich. Vor allen Dingen auch, warum ich es habe. Und ich habe Master of Puppets, dazu gleich mehr. Arena Pier erlaubt oder bringt neue Bauelemente rein. Ich mache ein paar Dinge rein. Und zwar haben wir das Problem, wenn wir mit Säulen arbeiten. Hier zum Beispiel, ich habe dann mal so ein Dach vorbereitet. Wenn ich jetzt hier eine Säule stelle, dann wird die hier in der Mitte hochgezogen. Das heißt, diese Foundation, dieser Bereich ist dann fast komplett blockiert. Und was fehlt, sind eigentlich Säulen, die an der Kante bzw. in der Ecke nach oben gehen. Und genau das bringt Arena Pier. Jetzt muss ich bloß schauen, ob ich hier ein Feed freischalten muss. Das müsste unter Construction sein. Arena Pier. Pier Menschen. Das ist das hier. Haben wir die normalen Piers? Sind die irgendwo schon dabei? Gehen wir mal kurz in die Suche. Pier. Sandstone Pier. Ja. Ah, okay. Das kann ich erst machen. Shit, shit, shit. Okay.
Das heißt, ich muss im höchsten Level sein. Das ist dann Level 30. Dann können wir das freischalten. Müssen wir so lange warten. Dann zeige ich was anderes. Und zwar gehe ich jetzt gerade mal in meine Konstruktionsleiste. Ich mache einen Doorframe. Machen wir mal zwei Stück. Die sehen cool aus. Und dann machen wir Fence Foundation. Zäune, Fence habe ich noch nicht freigeschaltet. Construction, wo haben wir die Zäune? Da haben wir die Zäune. Unlock. Und auch hier Fence. Machen wir zwei Stück. So. Also nach außen gerichtet, nach außen gerichtet. Normalerweise haben wir nur diese kleinen Fenster und hier kann ich jetzt einfach die Kombination aus einem Doorframe, aus einem Türrahmen und einem Zaun machen und habe hier ein großes Fenster. Das ist teilweise, wenn man wirklich einfach, sag ich mal, das optisch ein bisschen aufpeppen will, sieht cool aus. Dann müssen wir da oben noch zwei Ecken reinmachen, damit es zu ist. Das ist Sandstone. Das ist einmal links und einmal rechts. Und dann habe ich nicht mehr genug. Ich bin schon mal rein. Sandstone. Links haben wir schon, rechts brauchen wir. So, dann wäre das hier zu. Dann machen wir hier noch zwei Zäune hin. Und dann haben wir hier unsere Schmelze und Schmiede schön optisch abgetrennt. Sieht cool aus. Wir haben aus dem, was wir vorher gesammelt haben, 48 Eisenbarren. Ich habe immer wieder drüben die Truhe geplündert, da haben wir auch schon mal 56 und langt natürlich nicht, um diese ganzen jetzt noch anstehenden Erweiterungen, wie zum Beispiel die Sattlerei, dann auch vor allem den ersten Sattel zu bauen. Okay, da haben wir schon ein bisschen was, da haben wir schon 100, da kommen nochmal 100 dazu, also so langsam wird's. Und unsere ersten zwei Gefährten sind fertig. Die nehme ich jetzt auch mal raus, weil die sollen jetzt hier nicht irgendwie dumm produzieren, sondern die wollen wir ja mitnehmen. Und dann stellen wir die mal hier rüber. Den stellen wir dahin. Und den stellen wir dahin. So, und das ist ein bisschen besser geworden. Also das ist, glaube ich, der Typ B. Gucken wir mal kurz, was der hat. Der hat, das sind die Standardwerte, mit denen der auftaucht. Der hat eine akzeptable Chance auf Lebensverbesserung. Das heißt, wenn wir den mit was füttern, wo dann die Chance hochgeht, würde er auf 78% kommen. Das heißt, die höchste Chance wäre dann, dass sein Leben nach oben geht. Und Agility ist gut, weil er darüber die Armor bekommt. Viech hat ja keine Rüstung, die Pets. Der hat jetzt 56 Armor, das heißt, über die Agility könnte der auf jeden Fall nahe Richtung 100 Armor kommen. Der hier ist die Standardvariante. Vitality auch der höchste. Wäre jetzt gar nicht schlecht. Aber mal gucken, was hat der für Armor. Der hat 24. Also da merkt man, die sind nicht super. Also da muss man wirklich ein bisschen aufpassen, wenn man den nachher auf Tour geht. Und hier unten hat man jetzt die Info, was man ihn füttern soll, damit eben der entsprechende die Fähigkeit hochgeht. Man sieht hier, wir brauchen Human Flesh, damit er in der Vitality steigt. Und hier setzt Master of Puppets an. Das Mod geht her und erlaubt es uns, zumindest laut Beschreibung, ich habe es auch noch nie getestet, dass wir die Punkte, die hier sind, frei vergeben können. Ja. Mit jedem Level Up kriegen wir Punkte, die wir hier verteilen können.
Und auch die Perks, die hier nachher auftauchen, können wir aussuchen. Weil da kommt ab und zu, jetzt bei den Pets geht's einigermaßen, bei den NPCs, die wir dann als Begleiter haben, da haben wir das Problem, dass ein Fighter mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit irgendwie gefühlt eher was für einen Bogenschützen bekommt und umgedreht. Um diese Perks zu resetten und frisch zu vergeben, brauchen wir unter Survival, war das hier? Ja. Diese Master of Puppet, Potion of Puppet Memory und Thread of Puppet Memory. Das eine ist für die Pets, das andere ist für die NPCs. Das setzt die zurück und erlaubt es uns dann, diese Werte frei zu vergeben. Dazu brauchen wir die Alchemistenbank. Die bauen wir jetzt. Entschuldigung. Auch für die Alchemistenbank brauchen wir unter Survival hier Fireball Cauldron. Das schaltet uns die Alchemistenbank frei. Fireball Cauldron und Casting Table brauchen wir jetzt noch nicht. Und damit auch die ersten Verbesserungen, zum Beispiel nachher für die gehärteten Siegel brauchen wir das Stahlfeuer, ganz wichtig, Dragon Powder, Alchemy Base brauchen wir jetzt auch noch nicht wirklich in der Phase. Aber das wird in dieser Fireball Cauldron hergestellt und in der Alchemist Bench, da werden diese Tränke hergestellt und in der Fireball Cauldron werden Stone Consolidant, Steelfire und Dragon Powder und Alchemy Base hergestellt. In der nächsten Stufe, wenn man dann die nächst bessere Variante freischaltet, das ist Grandmaster, wo ist der andere, der hier, da kommen dann noch Potions dazu und vor allen Dingen, da gehen dann die Kosten nach oben. Das ist wichtig, weil das im Prinzip bei Steelfire den Bedarf von Teer von 2 auf 1 pro Steelfire reduziert, also 50% Reduktion von dem, was man braucht. Wir stellen jetzt, gucken wir mal, die Alchemy Base auf 10, 150. 50 habe ich noch, ich brauche noch ein paar Holz und 10 Stahl, Eisen. 10 Eisen. Und ein paar Holz. So, dann stellen wir die Alchemie her. Und für die Fireball Cauldron brauchen wir 50. Das brauche ich die jetzt schon. Ne, die bauen wir nach der ersten Tour. Wir gehen nachher auf Tour, um Eisen zu holen, beziehungsweise werden wir vielleicht in der nächsten Folge machen. Nachher noch losziehen, um ein Fohlen uns zu besorgen, damit wir so. Was brauchen wir für diese? Ah, das habe ich nicht freigeschaltet. Das war's. Defeats Survival, oder? Ne, die schalte ich mal frei. So, jetzt gucken wir. Da brauchen wir 10 Yellow Lotus und da brauchen wir auch 10 Yellow Lotus. Okay, dann wie hat das als falsche? Das war die Yellow Lotus Potion. Auch 10. Okay. Dann ziehen wir trotzdem mal mit denen schon los. Und hier haben wir jetzt diese Möglichkeit, eben mehr wie einen Follower mitzunehmen. Das erste ist der, den wir regulär haben, den wählen wir aus. Und der zweite ist dann, da müssen wir dann den hier von Better Trials nehmen. Das heißt, den hier nehmen wir auf die erste Leiste, auf den ersten Platz. Den nehmen wir hier drauf.
Und was wir jetzt noch, wenn wir wollen, mit HossaView UI machen können, ist sagen, hier, wir blenden den rechts ein und haben jetzt hier die Lebensbalken von den beiden. Für den Kollegen hier brauchen wir eh Human Flesh. Dann würde ich sagen, ziehen wir mal los. Und hetzen gleich mal unseren Shell weg los. Someone's coming. So. Der hat was. Dann zerlegen wir ihn in der Hoffnung. Jawohl, da kam auch gleich mal Human Flesh raus. Und wenn wir jetzt hier dem. Ist gleich verschwunden, das hat er gleich zu sich genommen. Und wenn wir jetzt hier auf Info gehen, dann sehen wir, der hat jetzt 14% höhere Chance, dass er ein Vitality Update bekommt. Das hat jetzt nichts gegeben. Und für unseren Freund hier nachher bräuchten wir die Desert Berries. Aber eigentlich wollen wir ja gelben Lotus sammeln. Wir nutzen bloß die Gelegenheit, um hier schon rumziehen, denen ein paar Level-Ups zu geben. Dann haben wir jetzt 4. Na, 5, 6, 7, 8, 8, hier mal welche. Und nehmen wir auch gleich bei der Gelegenheit ein paar Aloe mit, da drüben hat es auch noch. Wahrscheinlich werden wir jetzt den Kollegen da drüben triggern. Nee, gut. Aber dann machen wir das so. So. Das ist ein Bug, ja, das ist merkwürdig. Da kommen immer zwei. Das passiert nur, wenn man das Snowhunter-Mod installiert hat. Snowhunter meint aber, das ist irgendein Problem, das Funcom hat, das zwar zutage tritt, wenn man seinen Mod installiert, aber er kann da nichts ändern. Glauben wir es ihm einfach mal, weil er wirklich ein sehr guter Modder ist. So. Da hat schon wieder Human Flesh, habe ich gesehen. Da auch. Das heißt, den können wir schon mal füttern hier. Und dann hetzen wir die da drüben drauf. Das ist jetzt das Schöne, wenn man Begleiter hat, kann man die zuerst angreifen lassen, vor allen Dingen, wenn dann die Gegner nicht sehen. Weil sie übernehmen komplett den Angriff und damit können wir zum Beispiel jetzt hier diesen Schwerkämpfer wunderbar aus dem Weg gehen. Was hat der? Getrocknete Bären. Und auch diese Kisten spawnen, wie gesagt, sind bloß ein paar Spots, die dann doppelt belegt sind, warum auch immer. Wir nutzen die Gelegenheit natürlich und tun auch beide Kisten plündern. Und jetzt ist eben das Schöne, wenn wir jetzt unterwegs sind, der hat hier 10 Plätze und der hat auch 10 Plätze. Und das ist halt gegenüber einem menschlichen Begleiter, den man am Anfang kriegen könnte, egal welches Level, ein großer Vorteil. Wenn wir jetzt einen menschlichen Begleiter haben, der zum Beispiel mit Schild und Miliwaffe arbeitet, hat er schon von 2 von 5 belegt. Wenn wir dem dann noch eine Keule in die Hand geben, dann hat er 3 belegt. Essen rein sind 4. Dann hat er noch einen Platz effektiv zum Tragen übrig. Wir lassen angreifen. Und unser erster Gefährte hat schon Level ab. Dann müssen wir jetzt mal schauen, wer das war. Ah, ich habe es noch nicht eingestellt. Der kriegt so gut wie keine Erfahrung. Okay, deswegen gleich am Anfang checken. Der hat jetzt ein Level ab. Der kommt jetzt immerhin schon auf 124 Armor. Das heißt für mich, wenn wir mal reinschauen, der wird wahrscheinlich Agility dazu bekommen haben. Ja.
Survival ist bei denen auch nicht schlecht, bei den Tieren. Bei sich selber skillt man das ja eher nicht. Aber bei den Viechern ist es ganz prima, weil dadurch die Resistenzen gegen Blutungsschaden, gegen Giftschaden, Rüstungsreduzierung, diese ganzen Debuffs sind dann verkürzt. Das heißt, die kommen schneller wieder in den Normalmodus, wenn die sich was eingefangen haben. Und gerade bei den Pets, die ja keine Rüstung haben, ist es ganz praktisch. So, dann tun wir mal kurz Verbände machen. Dann können wir. Ne, wir haben erst 9. Habe ich schon welche hier drin? Ja, gut. Dann nehmen wir mal 10 hier raus. Und Knochen haben wir auch. Und können jetzt. Jetzt muss ich gucken. Ist das. Pets, jawohl. Craften wir mal. Oh, das geht aber lange. Okay, das heißt, da muss man nachher mal schauen, ob die, wie haltbar die sind, wenn die fertig sind. Ob man dann da welche auf Vorrat macht. Dann tun wir mal unser Gerümpel, was wir gerade gesammelt haben, eintüten. Da haben wir die Tiersachen drin. Das tun wir nachher gleich in die Tanner Table. Das auch. Gold sammeln wir hier. Das können wir hier raus, das können wir gleich hier drüben rein tun. Da werden wir es am ehesten brauchen. Die können wir wegschmeißen. Die können wir essen. Dann Samen. Getrocknete Beeren. Sammeln. Die einfachen Pfeile schmeiße ich immer weg. Das kommt da drüben rein. Und so. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Ah doch, da ist ja die Building Shortcut, die ist wieder da, okay. Hab ich vorher Mist erzählt, man kann es ja doch hier drin einstellen. Ja, gut. Also, 2 Sighting Settings, haben wir bloß die Collision. Dann ist es eine Surface Setting. Das heißt, dann muss ich mich jetzt kurz als Admin anmelden, damit ich, da kann ich dann noch zeigen, wie das mit den Pets funktioniert. Also, das heißt, ich gehe her und sage Settings, Surface Settings. Dann brauche ich mein Passwort. Copy Passwort. Make me admin. So, weg. Und Assume. Jetzt gehen wir hier wieder rein. Und jetzt haben wir hier auch mehr Settings. Man sieht hier, für Riverboats könnten wir hier noch Einstellungen machen, wie schnell die Boote, die Bootgeschwindigkeit ist, wie lange sie gedockt bleiben, die Haie, die es nachher am Meer unten gibt, wie schnell die sind und auch die Geschwindigkeit von diesem Aal, der hier durch den Fluss zieht, seine Runden zieht. Bei Lesser Buildings Restrictions, da seht ihr, hat man auch jede Menge Optionen. Da arbeite ich fast immer mit den Standardoptionen. Ich muss bloß gerade mal Overlapping. Das ist dieses Overlapping, was ich vorher gezeigt habe, wo wir einen Zaun zusammen mit einem Türrahmen zu einem großen Fenster machen können. Hm.
Okay. Was auf jeden Fall. Hier erlaubt. Everyone allowed to build and place anywhere. Das ist, heißt, dass es diese Standard-Placement-Restrictions nicht gibt für diese beschränkten Bereiche. Was eben auch nachher erlaubt, wenn man zum Beispiel in einem Dungeon ist, dass man durchaus seinen Begleiter mal kurz irgendwo hinstellen kann, dort parken kann, was normalerweise in einem Dungeon oder so nicht möglich ist. Aber wir wollten was anderes, und zwar hier. Das ist jetzt Better Thralls, die Server-Settings. Man kann hier Pickup enablen. Das heißt, ich kann einen bereits aufgestellten Begleiter wieder ins Inventar nehmen. Defaultmäßig einen Cooldown von 120 Sekunden, damit man hier nicht einen Begleiter hinstellt, seine Stats checkt, wenn die nicht so toll sind, wieder ins Inventar nimmt, wieder hinstellt. Weil jedes Mal, wenn ich den ins Inventar zurücknehme, wird der wieder resettet im Endeffekt. Wäre jetzt egal, wenn das mit dem Master of Puppets gut funktioniert, dann sind wir ja freier in der Gestaltung. Dann haben wir hier die Anzahl der Follower, die nehme ich jetzt mal auf 5 und sage, die same experience as the base follower bedeutet, dass alle Begleiter durchs Töten von Gegnern alle dieselbe Erfahrung erhalten. Dann ist der Fallschaden reduziert, der Warcry um die zusätzlichen Begleiter zu steuern. Das sind 3 Optionen, kann ich nachher mal kurz zeigen. Möglich reicht 5 Foundations weit. Dann haben wir den Lampleiter. Das ist. Entschuldigung. Teilt sich den Spawnpunkt mit den Köchen. Und hat eine Chance, dass es ein Lampleiter wird, 25%, und der schaltet uns tagsüber die ganzen Fackeln ab, was irgendwie so recht cool ist. Dann sagen wir Enable Thrall Carry, damit können wir, wenn wir irgendwas an unserer Leine haben, wenn wir einen NPC niedergekeult haben, müssten wir den ja zurückschleppen an so einer Rope, und die können wir dann dem Begleiter übergeben oder auch dem Pferd. Das ist ganz praktisch, weil man dann mehr wie einen zurückbringen kann. Und Pet Animations, das sind so, da können wir mal machen, dann hat, wenn die rumstehen, ja, interagieren die ein bisschen. So, das war Battle Thralls. Wir haben die Collision HMT aus. Das ist maximale Anzahl 6, das heißt die 5 zusätzlichen Begleiter plus den Hauptbegleiter und eben wie gesagt dieses Ignore Collision. So, jetzt müsste hoffentlich der ist fertig. Und jetzt gucken wir mal, wenn wir, kommt mal her, der hat schon Level up, dem gebe ich das jetzt mal. Irgendwie funktioniert es nicht. Nö, irgendwie scheint es. Der ist noch nicht. Eventuell. Tja, ich glaube, das muss ich mal in einem separaten Solo-Game mal testen. Weil das scheint jetzt so nicht zu funktionieren. Wie lange hält das Zeug? Ah, es ist zumindest, verbraucht sich nicht. Jetzt könnten wir höchstens mal gucken, ob die Beschreibung falsch ist. Jetzt sammeln wir nachher noch ein paar und gucken, wenn wir den Trank herstellen. Aber ich glaube, der Trank ist wirklich für die menschlichen Begleiter. Und können höchstens mal kurz gucken. Party Manager. Fashionless Battle Thralls.
Da können wir einstellen, dass nachher, wenn wir menschliche Begleiter sind, die auch die Keule in die Hand nehmen, in dem Moment, wenn ich sie in die Hand nehme. Der Warcry ist auf T. Okay, safe. Okay, muss ich schauen. Brauche ich jetzt hier nicht rumsuchen. Jetzt suchen wir noch ein paar Lotus-Dinger. Da drüben hat es noch eins. Da hat es eine ganze Menge. Ah, hier im Süden wird man wirklich zugeschmissen mit den Yellow Lotus. Aber das ist auch okay. Hier was mit. Jetzt hoffentlich unsere Lione aufleveln. Okay, irgendeiner von den beiden Helden erhalten. Ist jetzt Level 2. Den müssen wir irgendwas mit zum Futtern besorgen. Und der hat immer noch keine Erfahrung gekriegt. Habe ich das nicht gesaved? Ah, ich habe nicht gesaved. Das war natürlich. So. Dann nehmen wir uns mal was zu essen mit. Gucken, ob wir noch was finden zum. Wir sehen, unser Kollege hat hier richtig mächtig schon eingesteckt. Die haben wirklich das Problem am Anfang. Da muss man natürlich aufpassen, dass die eigentlich gleich über den Jordan gehen. Und wir sehen, der hat jetzt auch Erfahrung bekommen. Dann verlegen wir die hier. Weil die Hyäne braucht okay. Das ist Human Flesh. Als Nahrung. Sind alle leer. Dann kriegst du hier mal was zum Knuspern. Die können wir rausschmeißen. Die kann man dann in diesen Grind, um diesen Mahlstein zu legen. Gibt Knochenmehl und Blut, glaube ich. Ja, Knochenmehl und Blut. So, dann gehen wir mal kurz an den Fluss was trinken. Und dann machen wir uns schon wieder auf den Rückweg. Ich werde mal offscreen gucken, was es mit diesem Master of Puppets auf sich hat. Warum das nicht funktioniert. Ah, wir können immer schon hier sind gleich mal einen Fohlen mitnehmen. Und ich werde dann auch. Ups, da ist. Oh, da ist der Aal. Da ist er. Haha. Wenn ich da jetzt reingerannt wäre, das wäre mein Tod gewesen. Das wäre mein Tod gewesen. Der ist übel. Aber da macht es ein bisschen spannend. Dann ist dieser Fluss nicht immer die absolute Safe Zone. Hier müsste irgendwo ein Fohlen sein. Hoffe ich mal. Da vorne ist es. Aber natürlich, wenn es dumm läuft, gleich mal jemand triggern. So, jetzt bin ich überlastet. Und, wunderbar. Dann geht man dem mal das Zeug hier rein. Muss ich mal kurz gucken, was gibt es Stärke, dann komm, dann futter du mal
das Zeug, lieber Stärke wie gar kein. Und dann, wie sieht's mit deinem Leben aus? Ah, du bist wieder voll, gut. Na, komm du her. Kommt, jawohl. Curse you! Und das nehmen wir mit. Na, ach, komm mal hier rüber. Ja. So. Dann man sieht jetzt rechts in der Leiste, in dieser Übersichtsleiste Follower Party, dass die einen Buff haben, das ist diese Faust. Wir sehen, dass sie sich gerade hochheilen. Das ist dieses Pluszeichen, dieses Lebenszeichen. Und wir sehen eben das Leben. Das ist ganz prima an dem, an der UI, an diesem Interface. Man hat hier eben diesen Überblick. Und man muss es ja nicht. Ah, eine Eisenpicke, das ist prima. Die müssen wir nur reparieren. Was auch billiger ist, wie jetzt herstellen. Genial, gut. Nehme ich mit. Das ist das Schöne, also am Anfang des Spiels wirklich, da freut man sich über alles in dieser Art. Später ist es, naja, nimmt man mit zum Zerlegen und dann ab einem gewissen Punkt nimmt man nicht mal mehr die Eisensachen zum Zerlegen mit. Weil man eigentlich schon so viel Eisen irgendwo in Barrenform in der Basis hat, dass es überhaupt nicht notwendig ist. Aber dann nutzen wir die Gelegenheit aus. Wie viel haben wir denn schon? Ah, wir haben schon wieder 37 Minuten. Ja, okay, nee, dann würde ich sagen, machen wir noch eine kleine Runde hier fertig und dann geht's zurück. Und in der nächsten Folge hoffe ich dann, dass mein Pferd schon fertig ist. Und dass wir dann mit den beiden Begleitern und dem Pferd Eisen fahren gehen können. Du kriegst die hier. Ah, der. Ach, was hat der hier? Ah, der holt es mit dem Leben ein bisschen auf. Können wir reparieren. So. Jetzt können wir uns auch mit den Hyänen ohne Probleme anlegen. Nur mal gucken, ob was, ob eine Korrupte dabei ist. Also die Corrupted Versionen von diesen Viechern, da sind wir auf jeden Fall noch zu niedrig. Also auch mit Begleiter. Die zerlegen unsere Begleiter ruckzuck. Und hier im Loot-Bereich sind es die Corrupted Shalebacks. Die stecken richtig fett ein. Und die Corrupted Hyänen, die sind. Ah, das ist meiner. Das ist der Nachteil.
sehen alle gleich aus. So, dann können wir hier gleich mal die Eisenpicke reinnehmen. Also rein vom Ertrag her ist es am Anfang vielleicht 30% oder sowas, 30 oder 40%. Und gehen wir zurück. Ich habe mir vorgenommen, wirklich, wenn es irgendwie geht, 30 plus, also ja, 10 Minuten drüber ist okay. Wobei wir wahrscheinlich beim nächsten Mal dann doch ein bisschen länger streamen werden, weil oder aufnehmen werden, weil wenn wir die Tour machen, wollen wir die Eisenknoten alle abarbeiten und Kohle sammeln. Das ist wichtig, damit wir das Holz hier nicht verbrennen müssen. So, kommt her. Und jetzt kann ich die hier über über All Go Home kann ich die zu ihren Plätzen schicken. Die hatte ich nicht zugewiesen. Haha, genau. Okay, dann kann ich es jetzt. So, du kommst hier hin und du kommst dahin. Und jetzt sage ich hier, das ist dein Homeplatz und das ist dein Homeplatz. Und jetzt kann man die gezielt auf diese Plätze zurückschicken. So, das Eisen packen wir mal hier gleich rein. Ah, die Steine. Ja, wir haben nichts zum... Soll ich... Das Fohlen nehme ich mal mit. Muss ich noch einen Stall nachher bauen. Ich werde dann offscreen werde ich auf jeden Fall den Stall fertig machen, damit ich das Fohlen reinstellen kann. Dann werde ich die Sattlerei schon mal aufstellen und einen Sattel herstellen. Das wir dann in der nächsten Folge mit Pferd und den beiden Pets losziehen können, um Kohle und Eisen zu sammeln. Da haben wir nichts mehr. Das hier rein. Ja, na, eigentlich will ich so machen. So, dann war's das für heute. Es sind schon wieder 40 Minuten um. Ich sage tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen und würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Wer Lust hat, kann natürlich auch gerne abonnieren. Und ja, beim nächsten Mal gehen wir auf Sammeltour. Tschüss und schönen Tag noch.